3, 2, 1. Tachchen, Sportsfreunde. Niemals vergessen, den Latt aufzuspannen, wenn ihr unterwegs seid. Verschafft euch Respekt. Heute wieder eine neue Folge Gourmet-Görki. Wie ihr seht, schon wieder was aufgebaut. Ja, ich strotze gerade so vor gaumentechnischen Ideen. Und heute habe ich für euch ein Protein-Pancake-Rezept mitgebracht, was alles zerstört. Beste, perfekter Protein-Pancake. Viel besser geht's nicht. Es ist wirklich der Beste. Also mehr als Beste kann ich dazu heute auch nicht sagen. Ich würde sagen, wir haben hier das Beste. Und es ist nicht so eine Fertigmischung, sondern ich mache den Teig und zeige euch jetzt, wie der geht. Zunächst kommen wir wie immer zu den Zutaten. Wir brauchen 80 Gramm Instant Oats, 2 Eiklar, also 2 Eier ohne Eigelb, 30 Gramm Whey Protein, bestenfalls Vanille, wir machen nämlich Vanille Pancakes, 50 Gramm Magerquark, circa 2 Teelöffel Backpulver, ein paar Spritzer Flav Drops oder Vanilleextrakt. Dann haben wir hier noch 65 Milliliter fettarme Milch. Ihr könnt alternativ auch Wasser nehmen, aber ein bisschen Milch macht den Geschmack nachher aus. Und das hat nicht wirklich viele Kalorien dann. Die Werte sind natürlich auch wieder prima, ne? Wir haben viel Eiweiß, ein paar Kohlenhydrate, kaum Fett. Zunächst müssen wir erstmal den Magerquark mit dem Eiweiß und den Flav Drops vermischen, so ein bisschen aufschlagen. Dann kommt nachher das Feste dazu und dann wird das ein richtig geiler Teig. Jetzt haben wir eine richtig schön fluffige Grundkonsistenz. Nun einfach den Rest mit dazu reinscheppern. Einmal die Instant Oats oder das Hafermehl, das Whey Protein, einmal die 65 Milliliter Milch, 2 Teelöffel Backpulver, damit das schön aufgeht. So. Und jetzt nochmal schön durchmischen das Ganze und dann haben wir schon den fertigen Teig. Der fertige Teig ist etwas fester, riecht aber auch schon richtig schön, schön fluffig geworden. Davon könnt ihr dann circa 8 Portionen machen an Pancakes, die ihr euch dann beliebig mit einem leckeren Topping noch verfeinern könnt. Ab in die Pfanne damit. Ihr könnt das Ganze ohne Fett anbraten, wenn ihr schön wendet und aufpasst. Ich nehme ein bisschen Kokosfett, weil ich aus der tiefsten Diät raus bin. Und dann werden die schon eine knackig schöne Farbe bekommen. Da ist er, liebe Sportsfreunde, guckt euch mal diese fette Bombe an. Ist der Knaller, sag ich euch. Und auch die Nährwerte können ganz gut mithalten. 384 Kilokalorien, natürlich ohne das Topping, ne? Der Topping entscheidet bei euch dann, ob das noch ein Diät-Pancake ist oder eher Massephase. Ich habe hier das hier benutzt, mega geil, die Proteincreme drauf geschmiert, hier mit Kokos. Hau ich euch mal in die Infobox rein. Das übrigens auch, ne, wenn ihr noch nicht habt, Flavor. Ja, wir haben hier 48 Gramm Eiweiß. Ich guck nochmal hier rüber, hab's mir aufgeschrieben. 56 Gramm Kohlenhydrate und nur 4 Gramm Fett. Ich würde mal sagen, wir müssen das ganze Träumchen auch erstmal nochmal ausprobieren hier, ob das auch mundet. Dafür machen wir ein Stückchen hier ab. Machen wir mal hier so eine Kante. Komm schon, Kollege, komm schon. Komm schon. Ah, hier mit ein bisschen Erdbeeren, ne? Und ein bisschen Kokosraspeln über die Creme drüber, Erdbeeren. 3, 2, 1. Hör mal, Kollege! Das geht richtig fett ab. Gleich. Nee, gleich nochmal. Geil. Auch wenn sich dazu überzogen jetzt hier anhört, ist gar nicht gespielt. Es schmeckt wirklich wunderbar. Kann ich weiterempfehlen? Definitiv die besten Pancakes auf YouTube mit viel Protein. Nicht nur zum Cheaten geeignet, sondern auch für eine Diät, wenn ihr das Topping anpasst. Macht das nach, checkt das ab. Ich würde mich freuen. Kocht das, backt das, wie auch immer. Ich bin raus, ich muss schnell essen. Euer Görki. Ciao.